assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Source checks out. We can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Coming! Got what we came for. Move out. Okay. Ach, das war jetzt inzwischen ganz einfach. Aha. Aha. Also der Jänner hat, das wusste ich eigentlich auch nicht, der Jänner hatte einen kleineren Bruder, der ist schon vorher gestorben. Nee, dann eigentlich auch gleich, im gleichen Jahr gestorben. Und halt ihre Mutter und ihr Vater wegen einem Auto, wegen einer Bombe. Das heißt, irgendjemand hat einen Attentat auf ihr geplant und, also eigentlich auf alle, weiß ich nicht. Auf die ganze Familie oder halt nur auf ihre Eltern oder so, aber das, ja, das weiß man nicht. Okay, eine Hintergrundgeschichte mal von Diane auch mitbekommen, auch nicht schlecht. Gut, und wir machen eine Geisterjagd anscheinend, okay. Good evening, 47. The militia has released a hostage tape, outing the existence of Providence to the world. This was a fatal mistake, and our analysts are tracing its origin as we speak. In the meantime, we have a lead on Lucas Gray's top lieutenant. Turns out the Delgado cartel's counterfeiting unit was creating fake IDs for the militia. And one operative in particular stands out, Wazir Kahlo, an infamous South China Sea pirate, better known by his nom de guerre, the Maelstrom. The Maelstrom and his cutthroat band of outlaws were the scourge of the shipping industry in the post-recession years. But his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the supertanker, Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors and most of the Maelstrom's crew. But Kale slipped away unseen. The Maelstrom's connection to Gray is unknown.
but we believe it was he who carried out the audacious killing of a Providence CEO in Shanghai, along with two reactivated members of his old pirate gang. Vanya Shaw, a shady figure in Mumbai's criminal underworld, and Darwood Rangan, the gang's old cashier turned dodgy movie producer. Shaw, Rangan, and the Maelstrom form Lucas Gray's Eastern Cell. They are a crack strike team, and stopping them is our client's most pressing concern. Unfortunately, the elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy underbelly of Mumbai, the cradle of his criminal legend, and no one knows his whereabouts or what he currently looks like. So, a bandit queen, a showbiz charlatan, and one certifiable ghost. I shall leave you to prepare. Ach du Scheiße, also sollen wir theoretisch jemanden töten, dass wir nicht mal wissen, wer das ist? Ja, ja, super. Finden Sie den Maelstrom und verifizieren Sie seine Identität. Ja, da dachte ich mir. Vanya Shaw, okay, die kann ich erledigen. Und Darwood Rangan, okay. Gut, also Startpunkt. Haben wir logischerweise nichts. Außer den Anfang, das habe ich mir gedacht. Klassisches. Ach! Ach, weil ich jetzt hier mich eingeloggt habe mit dem IOO-Konto gedöns. Haben wir, hast du nicht gesehen, Ding. Bereits verwendet, das ist halt. Das wäre halt das. Foto-Anzug, was weiß ich, Lynch-Anzug, ernsthaft, Phantom der Freiheit-Anzug, wird auch immer das sein, so, also Lynch ist mir schon klar, keinen Lynch, Foto-Ninja oder so, keine Ahnung, das freut mich nicht, das könnte nicht sein, Uncharted. Okay, aber nee, wir bleiben bei dem, nicht bei meinem Standard-Anzug, sondern bei unserem vorgeschlagenen Anzug. Ja, so, verborgene Waffe, nehmen wir die, was wir nur können, passt, Zubehör, bereits verwendet. Ja, haben wir den ganzen Kack jetzt dabei oder nicht? Warte mal, wenn ich jetzt die Münzen ausrüste. Ne, dann haben wir das dabei. Okay, warte mal. Zubehör haben wir aber. Warte mal, Klavierseite und Zubehör. Genau, dann nehmen wir das als Zubehör. So. Okay. Und Schmuggelbild könnten wir auch. Könnten wir. Ne, können wir nicht machen. Na, schade. Okay. Aber ist egal. Ich denke und ich hoffe mal, dass uns hier keiner herumfilzt. Weil sonst wäre hier nur die Waffe, scheiße. Also könnten wir auch ablegen, okay. Gut. Oh, geht klar. Ja, doch, geht klar, würde ich sagen. Let's go. Okay, also die hat... Ja, okay, die kann man nicht übersehen, glaube ich. Wegen den Tattoos und was weiß ich was und dem... Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, den Umhang halt, diese Kapuze, was weiß ich, wie man das jetzt nennt. Und den Dude, ja, sieht eher so standardmäßig aus, aber findet man auch. Ich finde ihn sowieso wegen meiner Fähigkeit, weil er rot markiert ist, weil beide rot markiert sind, außer denen, die mit denen finden sollen. Ich dachte, müssen wir jetzt einfach nur umhören. Wenn der bekannt ist, Maelstrom irgendwas ist, dann klappt das ja eigentlich. Dann müssen wir einfach nur auf der Suche sein nach Maelstrom. Welcome to Mumbai, 47. One of the most densely populated cities in the world, home to more than 12 million people. If you wanted to disappear and hide from the world, this vast city is perfect. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. The elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. A place to start could be the slums where his former gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Darwood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero. While Vanya Shaw has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. Your three targets call this labyrinthine part of the city home, so choose your approach carefully. Also Bahngelände und Filmstudio irgendwas, okay. Okay. Was ist denn hier schon wieder? Hier ist ein Unfall gleich mal passiert, alles klar. Karizma Hasan, Darwood, okay. Der ist ja der Regisseur von der ganzen, also von den ganzen Filmen ist er anscheinend der Regisseur. Deadly Destination.
Wenn ich sage, den zum Aufhängen, der wird nicht das Problem sein. Und sie auch nicht. Also einfach Bahngelände. Gut, dass ich hier nichts lesen kann. Aber okay. So, warte mal. Wo, wer, wie, wann? Sie oder er? Ewig weit weg. Das sieht mir nach sie aus. Sie ist oben irgendwo. Okay. Kartemäßig. Wir haben anscheinend irgendwie für das K1-Satzziel. Den Maelstrom finden. Ach, hier können wir den finden. Warum können wir den hier finden? Hier sind also Hinweise. Gut, hier wird wahrscheinlich sie sein. Wann, ja, genau. Und hier ist er. Boah, 7 Ebenen hat die Karte. Bist du deppert? Und er ist ganz oben. Er ist ganz oben, nicht sie. Aha. Sie ist theoretisch auch unten. Okay. Ich denke mal, sie wird vielleicht sogar am einfachsten zu erledigen sein. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Aber hier, Weeds, Spices and Herbs. Aha. Flower, Blumenshop. Jam, Spices and Herbs. Was haben die alle mit dem Weed? Teehaus. Geiles Graffiti auf jeden Fall. Okay, Graffiti sind echt nicht schlecht. Mhm. Ich muss auch ein bisschen schauen, die bewegen sich auch. Das war nicht so viel. Wo ist er? Aha. Vielleicht ist er die auch mitten in den Dreh oder so. Ich gehe mal Richtung Bahnding. Zentraler Platz. Hm? Hansamura. Ist das auch von ihm? Wahrscheinlich schon. Stand und Fang. Davut, ja genau. Hat man ein Foto? Famous American actor? Have you seen him around the city? No? Please tell him to come see me if you do. He's got a photo shoot inside the tower and Mr. Rangan does not like to wait around. Gregory Arthur, a famous Broadway star, is apparently late for a photo shoot inside Rangan's unfinished tenement tower. Hang on. He uploaded a selfie on social media about half an hour ago. Hmm. The Mumbai Food District. He's likely still there, 47. Ein verschwundener Castmitglied. Was, ein verschwundenes Castmitglied und ein ausstehendes Fotoshooting? Ich schaue mich noch mal ein bisschen hier um und wenn ich, wie halt beim letzten Part, wenn ich halt dann keine Ahnung mehr habe, dann werde ich die Story so machen. Ich glaube, ich mache das so zu machen. Finden Sie Gregor auf? Ja, nee, ich nehme das jetzt. Ja, ja, nee. Ich mache das so. Wenn ich dann keinen Plan mehr habe, wie ich das jetzt mache, dann mache ich das so. Ist glaube ich geil. So, lasst mich raten, ich kann hier nicht rein. Natürlich. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich kenne sowieso nicht rein, auch glaube ich, wenn ich rein könnte, dann würde ich mir filzen und ohne Waffe. Ich könnte zwar auch ohne Waffe das machen, wenn ich einfach das Genick dann oder so breche, oder halt meine Klavierseite habe ich auch noch. Aber okay. Okay, Dixie-Klo. Nur drüber klettern ist auch nicht so. Hier ist doch irgendwo was offen, oder? Hier, aber ist alles bewacht. Ja, den könnte ich sogar ablenken, weil es nur einer. Im Moment, da muss ich ihn ablenken, dass... Habe ich aber so... Ja, ich habe Münzen. Dass ich seine Verkleidung krieg. Aber da ist auch einer. Kann ich hier durch? Ja. Natürlich ist es unbefugt. Okay. Ach du Scheiße. Ich würde gerne eine Verkleidung hier haben. Die ich sogar sehr gerne. Wie kuft der mal herum? Aha. Interessant.
Wie kriege ich denn, wie kriege ich denn, wie kriege ich denn? Von hier hinten. Von hier, warte mal. Alarm auslösen. Aha. Aha. Oh. Ja, super. Ist ja mal ganz toll wieder. Nicht hierhin. Nicht hierhin, Jungs. Okay. Dreh dich um. Kollege, geh weg. Oh Gott, Gott, Gott. Fresse. Go. Bevor die anderen zwei kommen. Boah. Er kennt mich nicht, obwohl ich mit der ganze Zeit da war. Also der tut halt. Nein! Wollte ich nicht. Egal. Ja. Mach nur. Okay. So, wir haben schon mal was. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. So, hier oben. Ah, das ist der Typ. Sieht mir doch aus wie ein. Nee, nicht im Bank. Ja, doch, das ist schon eine Baustelle für ein Studio. Ja, doch. Komm hin. Okay. Dann mal schauen, durchbohren, ja, okay. Mal schauen, ob ich zu dem irgendwie hochkomme. Der Typ ist halt ganz fucking weit oben. Hier ist irgendwas. Hammer. Aha. Bin ich immer beim Bauarbeiter, eine Security? Security auf jeden Fall, weil da steht. Beim Bauarbeiter, ich hab keine Ahnung. Ne Kamera. Die werde ich sowieso irgendwann früher oder später reinlaufen, weil sie sind ja relativ kaum. Ja. Kannst du nur, kein Problem. Okay, da komme ich schon mal rein, das hat jetzt schon mal was. Ja, es ist halt eine Baustelle. Schraubendreher. Ja, nice. Aha. Was weiß ich, warum ich da. Ich geh mal runter. Was weiß ich, warum? Da komme ich ja nicht rein, oder? Da ist ja gar nichts. He was. Him and Vanya Shah, you know, the slum queen. Well, apparently, that first movie was based on their last adventure together with none other than the Melthrom. Aha. Da komme ich hoch. Das ist ein letztes Abenteuer von denen, aha. Hä? Wo ist er? Hier. Let me do. Okay, der geht weg. Wo ist denn hier unser Kollege? Oh Mann. Ui, ui. Darf ich hier rein? Da hoch?
Ja, darf ich. That is Darwood Rangan, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. Rangans Büro. Hier darf ich nicht rein. Looking good. Ja, sieht gut aus. Hier darf ich safe nicht rein. Das sind ja meine Büro, das ist ein Klo. Was ist hier denn das da? Hallo. Okay, warte mal. Aha, warte mal. Vielleicht? Ja, schon. Genau, das war mein Plan. Hallo! Schnauze, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu! Mata mia! Das ist genau so ein Dude, der was mich erkennen hätte können. Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh mein... Tja. So kann's auch gehen. Automatisch. Ich sollte vielleicht hier mal auch mal speichern. Also selber speichern. Vielleicht eine Idee. Fuck. Aber so klappt es, weil ich glaube, wenn ich den Anzug habe, dann wird mir das schon wieder weiterbringen. Obwohl wahrscheinlich zu 1000% wird mich der andere Typ, der was hier den Rangan bewacht, der wird wahrscheinlich trotzdem Verdacht erregen, weil der muss wahrscheinlich alle kennen. Darf ich kein Risiko eingehen? Okay. Das ist die Rangan Magic, genau. So, hoch. So kann man ja die ganze Scheiße eh nochmal gleich machen, nur halt ein bisschen schneller und ein bisschen besser aufpassen. So, jetzt. Ja, natürlich. So, hoch. Was? Du kannst mich gar nicht sehen, Kollege. What the fuck? Kann ich nicht dir einfach ins Klo gehen? Alter, kann der mal aufhören? Es ist doch eh nur der, der was mich enthüllen könnte. Der geht noch mit dem Dude mit hoch. Was kurft er dann zurück? Also von daher? Vielleicht versteckt mich jetzt auch dann im Schrank. Also der wird sowieso verdächtig gemacht von mir wegen der Überflutung, deswegen. Egal. Jetzt aber. Weh, jetzt kommt wer rein. Weh, jetzt kommt wer rein. Schon wieder. Dankeschön. Sehr gut. Ui. Das war knapp. So, jetzt bleibe ich aber da. Ja. Na tada, dann ist da nichts mehr hier. Die Waffe habe ich zum Glück mitgenommen. Ja, geh weg. Ja, putz auf. Der putzt das echt auf. Geil. Ja, das ist immer ein geiles Detail. Ja, putz auf, ich erledige dich nicht. Du kannst knicken. Da bringt mir gar nichts.
Dankeschön. Ich dachte, der putzt jetzt ewig lang. So, tschüss. Dankeschön. Puh. Okay. So, und jetzt wird gespeichert. Oh Gott. So. Wir haben schon mal einen Vorteil, glaube ich, mit der. Mit der Verkleidung. So, lala. Kann mich der Typ jetzt. Der kann mich enttarnen, entlarven, whatever. Aber so sein Bodyguard? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Bild. Ja. Ein Bild von. Wann ja den Maelstrom und The Wood. Oh. Junge, was ist dein Problem? Hallo? Was suchst du? Bad day, huh? Ja, total. Bad day. Den kann ich nehmen. Kann der sich mal. Weiß ich nicht. Der Muskel. Ne, ich kann das wirklich nehmen. That is Darwood Rankin, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. So find him! It feels like all I'm doing here is sitting and waiting. Was hat jetzt vor? Yes, what is it? It's the food, Mr. Rangan. Gatring seems to have delivered the wrong things and they refuse to do anything about it. Then you lean on them a little harder, my friend. I'm not really comfortable with that, Mr. Rangan. Comfortable? Who cares about that? You come here to me, Daud Rangan, an incredibly busy man, and you tell me these ridiculous things about catering as if I should take care of it for you? You are an adult. It's your job. Take care of it yourself, understand? Yes, Mr. Rangan. Du hast gerade gesagt, dass du nur rumsitzt und darauf wartest, dass irgendwas passiert, du Vollpfosten, aber egal. So, aber ja, geht mal. This looks like a very recent picture of the maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. Schauen Sie sich Leute an, um die Slums an, okay. Jawohl. Gut, okay, aber wie erledige ich jetzt den Typen so unauffällig wie es geht? Ich habe keine Ahnung. Steigt er vielleicht hier rein? Das wäre natürlich der richtig geilste Scheiß. Das runterballern? Eine Idee. Hier kann mich eh keiner außer der anlehnen. Ja, wie lange noch? All right, Rat. One more chance. This may be the beginning of a beautiful collaboration. Gut, also wo die jetzt sind, das bringt mir gar nichts. Oh shit. Oh Gott. Aha. 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 Aber es ist auch kacke, wo der jetzt ist. Bringt mir alles nichts.
Panikauge und sick this morning. It's the worst day ever. You put money on the home team. Not kidding. Let's just say I may have persuaded the team doctor to spike the tea with a little something to make the players, well, slightly less focused, you know. The odds were too good to ignore. Oh, well, congratulations, Mr. Rangan. Thank you, my friend. Better luck next time. Niles, it's Rangan. No, in fact, I need you to burn it. Talin has called it off. Fuck, jetzt dachte ich. Aha, komm, geh mit. Mann, ich kann hier nicht. Ich kann hier einfach nicht. Scheiße. Hier wäre es perfekt. Geh doch hier raus, du Type. Was ist hier? Teillesen, ah. Hier rausgehen würde. Okay, aber geht doch mal weg, weil dann lese ich die Dateien. Was schaust du die ganze Zeit, Kollege? So. Hat auch immer das, was sich gebracht hat. Wo ist er? Jetzt geht er da runter. Warte. Ja, super. Hätte ja klappen können, dass der Richtige reingeht, wa? Hätte ja klappen können. Nee, das klappt nicht. So, eine verschissene Scheiße. Wer ist denn er? Wer ist denn sie? Wer ist denn er? So, we still need the final scene. The most important of all the scenes, in fact. The one where Mumbai finally gives in to her hero and plants the kiss of acceptance on his lips. Yes, we're just having a few issues. The script seems to be missing and Krishma can't remember the scene. She seems to think that it was a bit different to you. So, I wrote the scene. I know what it's supposed to be like. Well, actresses, you know. She needs to read it to memorize it, she says. Well, then find it. I'm tired of waiting. I'll do my best. It's a bodyguard that nervt. Lass mich gerade. Jetzt macht er wieder seinen üblichen Rundgang. Aber da kann ich ihn auch nicht wirklich irgendwo erledigen. Na super. Ach ja, wieder das Thema halt. Ich kann ja nichts machen.
Setzen. Kapfen. Das würde gehen, ich weiß noch nicht warum. Okay, doch, warte. Ups. Wenn das jetzt da echt klappt, die älteste Scheiße. Oh nee, das ist der falsche. Das ist der falsche, verschissene Scheiße. Das ist sowas von da. Na super. Das hat er nicht mal gepeilt, der andere, lol. Ja, ist ein Accident. Oh ja, ja, ernst jetzt? Jetzt kommen sie alle her. Mit dem, was es erwischt ist. Sorry, hat es nicht erwischt, ist super. You're still at it. Can't believe the results, huh? Fuck. I found a weapon. Abe, I found a weapon. Oh, Shade, you stand back. I'll see what's going on. Oh, fuck you. Yeah, yeah. No problem. Aha, everything's okay. Mr. Ah. We have unfinished business. You promised me swift delivery of my contract. What's the holdup? That sounds an awful lot like a bag of poor excuses. Look, I don't know how you run your business back in Kashmir. Nö, nö. Ich muss die Scheiße neu laden. Ich muss die Scheiße einfach neu laden. Ich lade die Scheiße neu, aber ich erledige ihn trotzdem zuerst. Because I can. Ja, ich muss die Scheiße neu laden. Ja, er ist tot, aber nicht so, wie ich das will. Ja, nee, ist jetzt nicht so. Fuck! Handwerkzeug, ich habe eine Trophy. Das hat sich theoretisch gelohnt. Ein bisschen zumindest. Mist, verschießener. Okay, ja, lade nochmal. Gut, ich glaube, hier haben wir das gleiche Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich den erledigen soll. Oder wann? Ja, doch, doch. Theoretisch hätte ich schon eine Idee. Mit dem Stecker, nur. Nur ich brauche das bessere Timing. Ja, ich brauche das bessere Timing. Hilft nix. Hilft nix. Verschießene Scheiße nochmal. Gut, ich würde dazu sagen, das war's für den Part und wir schauen dann beim nächsten Mal, wie wir diesen der Wood Rangan erledigen. Warte mal, ich hoffe jetzt, dass wenn ich das mitgenommen habe, dass ich das Ding habe. Wenn man das habe ich. Deswegen habe ich das Ding. Ah, geil. Na, dich. Scheiß habe ich. Naja, okay, ich weiß aber, wenn er hier mit dem Dude labert, dann passt das. Warte mal, darauf warte ich jetzt noch. Ich will noch das Ding haben, dann speichern und das war's. Den nehme ich nochmal. So, Kollege. That is Darwood Rangan, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. Did our people manage to find that fool yet? Not yet, sir. We have confirmation he's somewhere in the slums, but there's a lot of people down there. Well, we can't have the rap shoot done without him, so find him! It feels like all I'm doing here is sitting and waiting. We're on it, sir. Ja, sitting and waiting. Genau. Da gibt er auf jeden Fall Sinn, was du da dann zu dem Dude sagst. Yes, what is it? It's the food, Mr. Dunbar. Gatrin seems to have delivered the wrong things and they refused to do anything about it. Then you lean on them a little harder, my friend. I'm not really comfortable with that, Mr. Dunbar. Comfortable? Who cares about that? You come here to me, Daud Rangan, an incredibly busy man, and you tell me these ridiculous things about catering as if I should take care of it for you? You are an adult. It's your job. Take care of it yourself. Understand? Yes, Mr. Rangan. Thank you. Bloody idiot. Okay. Der Gebärbus verpisst sich. Die verpissen sich. Du kannst dich verpissen. Piss dich!
Ist das dein Scheiß ernst jetzt? Na super. Na ganz. Dann halt so. Dann halt so. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. Geht doch. Na, passt doch. Gut. Dann Speicher. Puh, okay, wenn jetzt haben wir irgendwas. Und den Scheiß werde ich dann halt, also mit dieser Story-Ding machen. Die war ja angeblich auch sein sollte, also man anscheinend sollte ich ja die so erledigen mit dieser Story-Kacke, obwohl das irgendwie so einfach wäre, dann schätze ich mal, weiß ich nicht. Aber okay. Gut, das werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden und ich würde sagen, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.